Es war einmal eine Mumie. Sie wachte ganz allein in einem Keller auf, in dem sie wahrscheinlich schon mehrere Jahrhunderte gelegen hatte. Vorsichtig tat sie ihre ersten Schritte und versuchte, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden, auf wackeligen Beinen. Sie kam an einen Ort nach einem ganz langen Marsch, der merkwürdig aussah. Und dort erblickte sie ein anderes merkwürdiges Wesen. Vorsichtig tippte die Mumie dieses Wesen an und es erwachte zum Leben. Sie schauten sich erstaunt an, nahmen einander bei der Hand und gingen fort. Das Wesen war ein Zauberwesen. Es machte die Welt bunt und schön. Und plötzlich sah man die Welt mit ganz anderen Augen. Die Mumie war sehr erstaunt über die neuen Farben und die Freude in der Welt. Und das Zauberwesen nahm die Mumie bei der Hand und zeigte ihr alles. Anfangs war sie noch ein bisschen verwirrt. Aber so langsam öffnete sie sich und fand sich in der neuen bunten Welt zurecht. Die beiden Zauberwesen wurden Freunde. Und sie erlangten auch schon bald beide magische Kräfte. Und nachdem sie die Welt bunt gemacht hatten, verließen sie sie, um einen anderen Ort für sich zu finden. So, ihr Lieben, das war jetzt mal eine etwas andere Geschichte. Sie war überhaupt gar nicht gruselig, aber irgendwie schön und süß. Und hier seht ihr nochmal die beiden Schminklooks, die wir gedreht haben zu diesem Video. Die könnt ihr euch nochmal einzeln angucken. Und über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Was haltet ihr denn von der Geschichte? Bis bald!